Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, mein Name ist Kamal Afse, ich moderiere euch hier mal durch, weil ich selber nicht gefahren bin. Der C63 V8 Biturbo gegen den GT V8 Biturbo, ich bin mal sehr gespannt. Schauen wir noch mal rein, was genau passiert ist. 3, 2, 1. Der GT ticken eher als der C63. Hier bleibt er noch weit dran oder näher dran. Und auch hier verändert sich der Abstand und das Rennen geht an dem GT. Zweiter Durchgang. Hier hat der GT Probleme, da sieht man das nochmal, keine Traktion gehabt. Wahrscheinlich wollte er mit Launch Control starten, aber da hat er doch keine Leistung auf die Straße bekommen. Wir gucken uns das nochmal an, was genau passiert ist. So einmal noch von der Perspektive. Beide starten, hier sieht man, es qualmt langsam und da kommt das Heck leicht. Hier sieht man das nochmal. Ja, unverwertbar. Deswegen geht das Rennen dann an dem C63. Beide fahren jetzt an, versuchen die 50 zu halten, so synchron wie möglich, und ab der Pylon jetzt ja hier doch zu schnell Gas gegeben, da war man noch nicht auf der Pylonhöhe und dann ist dementsprechend der Abstand auch sehr, sehr groß. Da hat der C63 absolut keine Chance gehabt. So, das gleiche nochmal. Da wurde vorher nochmal besprochen, dass man ab der Pylone Gas geben soll. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Duell so ausgehen wird. So, beide auf gleiche Höhe und jetzt Vollgas. Ah, jetzt sieht man auf jeden Fall, dass der C63 schon gut mithalten kann. Aber nach 200 Metern ist dann doch der Abstand größer und das Rennen geht an dem GT. Gehen wir noch mal rein, was genau passiert ist. Also beide sind eigentlich relativ gut weggekommen, beziehungsweise ja, hier sieht man, dass auch beide wirklich fast gleichzeitig auf dem Gas gewesen, aber da kommt dann doch ja der GT vor oder viel vor als der C63 und entscheidet das Duell. Ja, das war auf jeden Fall das Duell der Mercedes GT V8 Biturbo gegen den Mercedes C63, auch V8 Biturbo. Ich finde das mega schade, dass die V8 Motoren in Kürze nicht mehr geben wird. Gerade bei den C-Modellen ist es ja schon der Fall. Der GT, die neue Auflage, auch wieder mit V8, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Allerdings, ja, die Zeiten ändern sich. Dennoch hoffe ich, euch hat das Duell gefallen. Es
zwei wunderschöne Kfz vom Hause Mercedes-Benz AMG. Und mein Name ist Kamal Afse, da sieht man mich schon kommen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.